Willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up, Prof. Ich bin Martin Smith und hier ist Walter Veit. Hi Martin. Hi Walter, geht es dir gut? Die Welt ist in Aufruhr, also bemühen wir uns, dass es uns gut geht. Ja, es geht immer noch weiter. Lass uns mit einem Gebet anfangen. Unser himmlischer Vater, wir führen diese Gespräche und sie sollen eine kleine Pause bei all dem Chaos in der Welt sein. Erleuchte unser Denken, hilf unserem Gespräch, in Jesu Namen. Amen. 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 Martin, so viele Leute wollen über Russland und die Ukraine sprechen und ob das eine Nord-Süd-Geschichte aus Daniel ist. Wir haben die Situation jetzt für einige Zeit betrachtet. Wir wollten uns nicht gleich hineinstürzen und Verwirrung stiften, richtig? We didn't want to jump right in and jump to confusions. We would prefer. Uns ist es lieber, Schlüsse zu ziehen. Lass es uns betrachten. Dabei wollen wir es vorsichtig angehen und versuchen, ob wir es in das prophetische Bild einpassen können. Dann ist das etwas, was den Leuten Sorgen macht. Ja, es gibt auch viele Stimmen da draußen mit verschiedenen Szenarien, die es erklären. Ich denke, dass niemand eine vollkommene Antwort hat. Also wollen wir nicht arrogant, sondern offen für Ideen und Anregungen sein und es mit kühlem Kopf betrachten. Ja, denn wir sind nicht dazu da, um zu sagen, dass wir alles wissen. Nein, ganz und gar nicht. Wir alle sind auf dem Weg und sehen durch eine vernebelte Brille. So ist es. Hier haben wir eine Aussage, mit der wir beginnen möchten. Die Welt ist vom Kriegsgeist erregt. Die Welt ist vom Kriegsgeist erregt. Die Weissagung im 11. Kapitel des Propheten Daniel hat nahezu ihre vollständige Erfüllung gefunden. Bald werden die Ereignisse der Trübsal eintreten, von denen in den Weissagungen die Rede ist. Das wurde natürlich schon vor einiger Zeit geschrieben. Aber dennoch lagen die letzten Ereignisse aus Daniel Kapitel 11 noch in der Zukunft. Ja. Und wir leben in der Zukunft. Also ist es gut, es sich wieder und wieder anzusehen. Ich habe in der Vergangenheit schon einige Vorträge dazu gemacht und meine Einschätzung dazu hat sich nicht allzu sehr verändert. Aber wir müssen uns das betrachten und sehen, ob wir es ausweiten oder verbessern können. Wir hatten vor 2 Jahren zu diesem Thema ebenfalls ein paar Folgen gemacht. Zum Thema Nord und Süd. Nord- und Südkönig, das ist wichtig. Und es ist immer noch wichtig, wie du schon sagtest, sich Aufgeschlossenheit zu bewahren, weil es noch nicht in Stein gemeißelt ist. Nein, nichts ist in Stein gemeißelt. Diese Aussage aus Im Dienst für Christus, Seite 69, mir wurden die Bewohner der Erde in großer Verwirrung gezeigt. Krieg, Blutvergießen, Entbehrung, bittere Not, Hunger und Seuchen waren an der Tagesordnung. Wir haben schon alle Zutaten für solch einen Kuchen, nicht wahr? Ja. Meine Aufmerksamkeit wurde von diesem Szenario abgezogen. Es schien eine kleine Zeit des Friedens zu geben. Ich sah erneut die Bewohner der Erde und wieder waren sie sehr verwirrt. Unruhen, Kriege und Blutvergießen, Hunger und Seuchen wüteten überall. Wäre es möglich, dass wir hier von den Kriegen und danach von einem finalen Konflikt sprechen? Nun, wenn das der Fall ist, passt das Szenario. Das Szenario passt. Und wir bewegen uns vom Zweiten Weltkrieg, der zwar ein Weltkrieg war, aber sich doch eher auf gewisse Gebiete beschränkte. Ja, auf Europa und vielleicht Japan und ein wenig in Amerika. Ein wenig hier und da, ja. Aber hier heißt es überall. Das ist ein großes Wort. Andere Völker waren in Kriege und Aufruhr verwickelt. Das lässt alle Zweifel verschwinden, dass es nur ein europäisches Thema, sondern ein universelles ist. Die Kriege verursachten Hungersnöte, Mangel und Blutvergießen verursachten Seuchen. Die Menschen werden vergehen vor Furcht und die Erwartung der Dinge, die kommen sollen, über die ganze Erde. Martin, was verursacht Furcht bei den Menschen? Etwas, was sie nicht kennen. Und etwas, was so unheilvoll aussieht, dass Überleben nur eine entfernte Möglichkeit darzustellen scheint.
Würden Seuchen das erfüllen? Ja. Ja, würde ein Atomkrieg das erfüllen? Definitiv. Auch schon ein drohender Atomkrieg flößt diese Furcht ein. Ich finde es interessant, dass die Bibel in Matthäus 24 von Kriegsgerüchten spricht. Und Kriegsgerüchte scheinen ein ganz wichtiges Merkmal zu sein. Ja, das sind sie. Und das erzeugt die ganze Zeit Furcht. Ja, es gibt also Krieg. Aber die Kriegsgerüchte erzeugen die Angst. Es ist fast so, als ob es anfangs schlimmer ist, denn wenn es schließlich dazu kommt, haben die Gerüchte einen quasi schon so abstumpfen lassen. Okay. Lass uns ein paar Verse aus Daniel 11 lesen, denn das war ja unsere Einführung, dass diese Prophezeiung sich erfüllt. Der König des Nordens gegen den König des Südens. Tatsächlich leben wir nicht in der Zeit dieser Verse hier. Wir leben schon etwas später, zu den entsprechenden späteren Versen kommen wir noch. Aber wir finden hier ein interessantes oder sehr wichtiges Prinzip. Nämlich über die Herzen beider Könige, das des Nordkönigs und des Südkönigs. Die beiden Könige aber haben Böses im Sinn. Sie sitzen am gleichen Tisch und reden Lügen. Das ist ein ganz wichtiger Schlüssel. So wichtig. Man kann das nicht wegnehmen, denn sonst wird man in eine Falle geraten. Wenn man sich nicht daran hält, nicht darauf hört oder das bewusst im Hinterkopf hat. Hier hat man also zwei Feinde und sie reden Lügen. Und sie reden die Lügen an einem Tisch. Sie scheinen Feinde zu sein, aber tatsächlich sitzen sie an einem Tisch. Die Öffentlichkeit wird also an der Nase herumgeführt. Das würde man eine Verschwörungstheorie nennen. Aber das ist eine biblische Verschwörungstheorie, biblischen Ausmaßes. Ja. Nun gut. Was geschieht danach? Aber es wird nicht gelingen. Was wird nicht gelingen? Doch offensichtlich das Böse, das sie im Sinn haben. Ihr Plan. Ihr Plan wird nicht gelingen, obwohl er vielleicht zu gelingen scheint. Denn das Ende kommt erst zur bestimmten Zeit. Anders gesagt, werden sie ihre Macht verlieren. Können wir annehmen, dass das ein globales Spiel ist, bei dem Menschen durch zwei angeblich gegnerische Parteien angelogen werden, die doch am selben Tisch sitzen? Ja. Wie würdest du das arrangieren? Würdest du sagen, dass Geheimhaltung von allergrößter Wichtigkeit ist? Mhm. Alles muss im Finstern geschehen. Und nur das, von dem sie wollen, dass man es sieht, geschieht offen. Denkst du, dass Geheimgesellschaften darin eingebunden sind? Wir haben viele Aussagen im Geist der Weissagung, dass sie darin eingebunden sind und dass wir nichts mit ihnen zu tun haben sollten, richtig? Menschen, die sagen, dass das Verschwörungszeugs ist, müssen einiges erklären, denn das hat Verschwörungscharakter. Wir müssen herausfinden, was dieses Böse ist und warum diese Scharade. Warum? Offensichtlich, damit das Denken durch diese Scharade, durch die Lügen zu einem bestimmten Plan gebracht wird. Und dieser bestimmte Plan enthält Böses. Ja, Verführung. Okay. Zur bestimmten Zeit wird er wieder gegen den Süden ziehen, aber es wird das zweite Mal nicht mehr gehen wie das vorherige Mal. Wir haben es hier mit einer geschichtlichen Sache zu tun. Aber diese Prophezeiung hat auch eine zukünftige Erfüllung, wie wir es in dem Zitat aus dem Geist der Weissagung sahen, so wie auch Matthäus 24 damals eine zukünftige Erfüllung hatte. Worum geht es in dieser Geschichte? Sondern es werden ihn Kittäa-Schiffe angreifen, sodass er entmutigt umkehrt, um seinen Zorn an dem Heiligen Bund auszulassen. Das wird er auch tun, um bei seiner Rückkehr sich diejenigen merken, welche den Heiligen Bund verlassen. Das ist ein ganz ernstes Thema. Beinhaltet das, dass wirtschaftliche Themen ganz groß geschrieben werden? Ja,
Definitiv, es wird Aufruhr geben. Ja, es wird Unruhe sein. Es wird eine Situation wirtschaftlichen Drucks geben, das die Menschen oder die regierenden Mächte dazu bringt, eine gewisse Konformität anzunehmen, sodass sie Böses ausführen können. Aber es ist sehr wichtig, dass das Böse gegen den Heiligen Bund gerichtet ist. But it's very important that the mischief is against the Holy Covenant. Das ist nicht nur ein weltliches oder säkuläres Geschehen, das ist ebenso eine religiöse Angelegenheit. Richtig, es hat einen religiösen Begriffsinhalt. Und die am Bösen beteiligt sind, sind jene, die den Heiligen Bund verlassen haben. Kannst du dir vorstellen, dass der Antichrist sehr gut zu diesem Bild passen würde? Very well into that picture. Definitiv. Ich denke, er wird der Anführer sein. Ja, mit ihm steht und fällt alles. Denn er ist der Meister derjenigen, die den Heiligen Bund verlassen haben. Er wird Antichrist genannt. Nun gut, lass es uns weiter aufrollen. Es werden auch von seinen Truppen zurückbleiben und das Heiligtum, die Zuflucht entweihen und das Beständige abschaffen. Lass es uns einfach das Beständige nennen. Und den Greuel der Verwüstung aufstellen. Wir haben hier einen sehr religiösen Aspekt. Es werden von seinen Truppen zurückbleiben. Also hat er auch militärische Macht hinter sich stehen. Er kontrolliert militärische Macht. Martin, ich habe eine Frage dazu. Wenn sie alle an einem Tisch sitzen, denkst du, dass er beide Seiten der militärischen Mächte kontrollieren könnte? Ich bin sicher, dass er das tut. Hört sich das nach einer logischen Schlussfolgerung an? Okay, das wäre sehr verblüffend und hätte sehr verschwörerische Züge. Ich bin mir sicher, dass einige Verschwörung rufen werden, aber das sagt es jedoch, richtig? Ganz genau. Okay. Er hat Truppen, die auf seiner Seite stehen. Nun, wie nutzt er die Macht, die er hat? Er nutzt sie, um das Heiligtum der Stärke, wie es im Englischen heißt, zu verunreinigen. Nun, wir haben uns schon mit dem Heiligtum befasst. Im Grunde ist das Heiligtum der Erlösungsplan im Typus. Ja. Das war das Himmlische und das Irdische weist auf das, was Christus tun wird. Richtig. Wenn er also das Heiligtum verunreinigt oder entweiht, dann verunreinigt er den Erlösungsplan. Er setzt etwas an die Stelle von Jesus Christus. So ist es. Und er lenkt die Aufmerksamkeit vom Erlösungsplan auf etwas anderes ab. Könnte es vielleicht etwas wie soziale Gerechtigkeit sein? Nun, was zieht das alles nach sich? Er wird das Beständige wegnehmen oder abschaffen. Über das Tägliche können wir lange diskutieren, denn Opfer wurden dem Original hinzugefügt. Einige behaupten, dass das ein Hinweis auf das heidnische Rom war, das beseitigt wurde und das päpstliche Rom dafür an die Macht kam. Wie dem auch sei, lass uns nicht zu sehr mit dem Täglichen beschäftigt sein, sondern verlieren wir uns hier. Aber was immer sie hier auch tun, es wird so weit kommen, dass sie das Greuel aufstellen, das verwüstet. Was ist das? Es waren einmal die römischen Standarten, die um Jerusalem aufgestellt wurden, richtig? Es war eine heidnische Standarte und es war die heidnische Standarte ihrer Macht und ihrer Autorität. Beansprucht das Papsttum, das antichristliche System, dass sie eine Standarte, ein Zeichen ihrer Macht und ihrer Autorität haben. Ja, den Sonntag. Den Sonntag. Sie sagen es ziemlich eindeutig. Es ist ein Zeichen. Ja. Die Tatsache, dass wir die Heiligkeit vom siebten Tag Sabbat auf den ersten Tag der Woche, den Sonntag, verlegt haben, ist ein Zeichen unserer kirchlichen Macht. Ja, wenn man die Stärke von jemandem wissen will, dann haben sie ein Zeichen. Diese eine Sache, die das zeigt. Und das ist diese eine Sache, die zeigt, dass das römisch-katholische System seine Autorität und Macht hat. Und sobald die Welt diese Autorität des römischen Systems akzeptiert, dann werden sie das Heiligtum entweiht haben. Denn dann hätten sie einen Mann, der apostolische Nachfolge beansprucht, an die Stelle von Jesus Christus gesetzt. Und er ist dann derjenige, der Erlösung durch seine sakramentalen Handlungen austeilt.
und weil er seinen Finger in den sogenannten Kirchenschatz der Verdienste steckt. Wir handelten das schon in früheren Folgen ab, also werden wir uns damit nicht beschäftigen. Das Fazit davon ist, dass der Nordkönig und der Südkönig am gleichen Tisch sitzen. Sie haben Böses im Sinn und reden Lügen. Und ihr Böses geht mit jenen zusammen, die den Heiligen Bund verlassen. Und sie bedienen sich militärische Macht, um das zu bekommen, was sie wollen. Und sie werden das täglich wegnehmen. Und sie werden ihr Zeichen der Autorität an die Stelle von Gottes Zeichen der Autorität aufstellen. Also ist das ein religiöses Thema. Das bringt uns jetzt zu dem, was zwischen Russland und der Ukraine vorgeht. Denn es gibt einige, die das Gefühl haben, dass Russland, das ja ein kommunistisches Land war und immer noch ist, der Südkönig ist. Ja, weil es nicht wirklich religiös ist. Ja. Dann hat man den Nordkönig, der zufällig das Papsttum ist. So sahen es die Pioniere, dass der Nordkönig das Papsttum ist. Wenn man beispielsweise das Buch Jeremia liest, in dem der Feind vom Norden kommt, ist es offensichtlich, dass das immer ein Hinweis auf Babylon war. Und der Priester und König von Babylon war immer derjenige, vor dem man sich verneigen musste. Er war der Pontifex Maximus. Später in der Geschichte, als die Medo-Perser die Herrschaft übernahmen, floh diese Priesterschaft nach Pergamon und sie wurden dort etabliert. Dieser Titel, Pontifex Maximus, wurde den Römern als Geschenk vom letzten König von Pergamon übertragen. Das war Attalos III. Dann wurde dieses Geschenk beibehalten, aber es musste bestimmte Kriterien erfüllen. Eines davon war, dass er als Gott verehrt werden musste. Und Julius Caesar war der Erste, der diesen Titel und die Macht ergriff, um sich als Gott verehren zu lassen. Und seitdem waren die Caesaren Götter. Wer hat heute diesen Titel Pontifex Maximus? Der Papst. Ja, der Papst. Also ist er der römische Erbe dieses Titels. Das ist Arroganz im höchsten Grad. Er ist anders gesagt der König von Babylon. Man kann die Bestätigung dafür sogar in seinem Twitter-Account sehen. @Pontifex, so der Name seines Accounts. Ja. Er nimmt das für sich in Anspruch. Er bezieht diesen Titel auf sich. Man kann ihn nicht aus der Gleichung herausnehmen. Wir wissen, dass die Gegenreformation viele verschiedene Antichristen oder auch zukünftige Antichristen, die angeblich noch nicht hier sind, ins Spiel gebracht haben. Aber das ist nicht die Sichtweise der Reformation. Das war es nie und das ist auch keine adventistische Sichtweise. Richtig, und in Wahrheit passt das auch nicht zur biblischen Sichtweise. Nein, man kann die Geschichte nicht ändern. Martin, lass uns einmal betrachten, was einige Leute zu dieser Situation mit der Ukraine zu sagen haben. Und es ist so interessant, dass so viele Promis darin verwickelt sind. Schönheitsköniginnen, Schauspieler. Lass uns sehen, was diese ukrainische Parlamentarierin zu sagen hatte. Ich bleibe mit meinen Mitarbeitern hier. Wir sind Teil des Widerstands und wir sind bewaffnet. Sie sagen vielleicht, na, wenn sie sagt, dass sie bewaffnet und bereit ist zu kämpfen. Nun, ich sage das nicht nur. Wir zeigen das tatsächlich durch unsere Taten. Also die Ukraine leistet jetzt sehr heftigen Widerstand. Putin gewinnt nichts von dem, was er wollte. Und bis jetzt wurden 4.300 russische Soldaten auf ukrainischem Boden getötet. Das ist doch ein ziemlich schlechtes Ergebnis für einen Diktator. Richtig? Ich denke, wenn die Zahlen stimmen, ist das ganz klar nicht das, was Putin erwartet hatte. Und für den Rest von uns, die Ukrainer sind, ist die Welt wahrscheinlich von diesem Geist des Widerstandes und des Kampfes der Ukrainer überrascht. Kyra, sind Sie es?
Nun, ich nicht. Wir haben Putin die letzten 8 Jahre bekämpft. Wir hatten in unserem Land 3 Revolutionen, als wir der Richtung nicht zustimmten, in die wir uns bewegen. Aber jetzt ist ein kritischer Moment, denn wir wissen, dass wir nicht nur für die Ukraine kämpfen, sondern wir kämpfen für diese neue Weltordnung, für die demokratischen Länder. Wir wussten, dass wir das Schild für Europa sind. Wir wussten, dass wir nicht nur die Ukraine beschützen, sondern all die anderen Länder, die die Nächsten wären, wenn wir scheitern. Deshalb können wir einfach nicht scheitern. Sagen Sie einen ukrainischen Sieg über Russland bei dieser Invasion vorher? Unbedingt. In meinem Kopf gibt es keine anderen Szenarien. Ich sehe die Menschen, Frauen wie mich, die bewaffnet sind und aufstehen, um ihre Familien zu schützen, ihre Städte und ihr Land. Es gibt tatsächlich keine Kraft in der Welt, die uns vernichten könnte. Nun, Martin, da gab es ein paar interessante Dinge, die sie sagte. Sie kämpfen nicht nur für die Ukraine, sie kämpfen für die neue Weltordnung. Ja, und diese demokratischen Länder, aus denen wahrscheinlich die NATO besteht und all das. Für mich war auch interessant diese Sache mit dem Widerstand. Das klingt alles so dystopisch wie in einem Film. Ich versuche nicht zu sagen, dass das nicht schlimm ist oder dergleichen, aber die Art und Weise, in der das hier dargestellt wurde, also da gibt es ein paar Dinge, die ich nur schwer schlucken kann. Sie sagte, dass buchstäblich Tausende russischer Soldaten bis jetzt umgebracht wurden. Nun, diese mächtige Kriegsmaschinerie von Russland, kann dieses kleine Land nicht in ein paar Tagen niederwerfen? Das ist ein sehr eigenartiges Szenario. Und sie glauben, dass sie siegen werden. Sie üben schon mit Holzgewehren und es wird viel von Holzgewehren geredet. Einige Leute sagen, das ist alles Fake. Es besteht kein Zweifel, dass in der Ukraine Chaos herrscht. Nein. Es besteht kein Zweifel, dass es schreckliche Situationen gibt. Aber ob uns die Medien die Wahrheit erzählen, ist eine ganz andere Geschichte. Ja, deshalb wollte ich das auch sagen. Wir wollen nicht so rüberkommen, als ob wir nicht mitfühlen würden. Gar nicht. Das wäre das Letzte. Ich fühle wirklich mit jedem mit und es ist überhaupt keine gute Sache, wenn es je Krieg gibt. Wie du sagtest, wir müssen uns das große Bild ansehen und es in die richtige Perspektive setzen. Wenn wir uns das prophetische Bild ansehen, wird es hier am Ende einen Zusammenstoß geben. Ein Aufeinandertreffen von Nord und Süd. Aber sie sitzen am gleichen Tisch. Und sie haben Böses im Sinn. Zusammen mit jenen, die gegen den Heiligen Bund sind. Wir wissen, wer sie sind. Das Böse enthält Verführung, Täuschung. Und auch Propaganda wird ein Teil davon sein. Auf alle Fälle. Was ist hier die Agenda? Weißt du, viele Leute glauben, dass Russland zusammen mit dem kommunistischen China unbedingt den Südkönig darstellen. Denn das ist Kommunismus, das ist Atheismus und dafür stehen sie. Der Westen dagegen steht auf der Seite des Nordkönigs. Das ist so die Vorstellung, die man draußen hat. Und damit steht der Nordkönig für Moralität und der Südkönig für Immoralität. Dieses Bild passt für mich nicht, Martin. Nein. Ich sage dir auch warum. Denn im Typus, im Original, gab es 2 buchstäbliche Parteien. Das eine war das tatsächliche Babylon. Das stand für das politisch-religiöse System. Und dieses tatsächliche Babylon war gegen den Südkönig, der für das tatsächliche Ägypten stand. Sobald man sich in den geistlichen Bereich bewegt, kann man dem prophetischen Bild keine physischen Nationen mehr zuordnen. Und das Buch Offenbarung macht es in Kapitel 11 ziemlich eindeutig, wenn es über geistliches Ägypten spricht. Ja. Wenn diese Macht, die aus dem Abgrund hervorkommt, dieses finale Konglomerat, das zu diesem schrecklichen Tier gehört,
dass seine Farben niemals wirklich gewechselt hat. Nein. Wenn das heraussteigt und herrscht, dann gibt es diesen angeblichen Zusammenstoß mit einem spirituellen Südkönig. Wir haben es hier mit einer Geisteshaltung zu tun. Wir haben es nicht mit Nationen zu tun. Sobald man es zu Nation macht, richten sich deine Augen auf eine bestimmte geografische Gegend. Und die religiöse Welt macht genau das. Wir werden ein paar Videos zeigen, was die religiöse Welt glaubt. Sie glauben, dass das alles zu einem Krieg mit Israel führt. Denn das ist das prophetische Bild, das sie haben, das vom Futurismus herkommt, der sich wiederum auf Lügen gründet, genauer auf jesuitischen Lügen. Böses. Lass uns versuchen, das auf unserem Bild herauszulassen und zu sagen, wir haben es nicht mit Ländern zu tun. Wir befassen uns mit Geisteshaltung. Wer kontrolliert im Mittelalter die Moralität? Das Papsttum. Das Papsttum, und zwar vollständig. Nutzen Sie die säkuläre Macht, um Ihre Moralität zu erzwingen? Ja. Ja. Der Staat musste es durchsetzen. Verloren Sie seit der Französischen Revolution die Fähigkeit, den Staat zur Durchsetzung Ihrer Moralität zu benutzen? Ja. Es wurde eine tödliche Wunde genannt. So ist es. Gut. Sie verloren also diese Macht. Aber die tödliche Wunde wird... Heil. Ja, heilen. Dieser Säkularismus, Martin, ist er auf einige Länder beschränkt oder ist er in allen Ländern gegenwärtig? In allen Ländern. Aha. Definitiv. Diese Mentalität des Nordkönigs, wir wollen, dass die Moralität von einer bestimmten Macht kontrolliert wird, nennen wir sie die Kirche. Ist die auch in allen Nationen vorhanden? Ja. Sogar im kommunistischen China. Genau. Gibt es in China nicht eine Kirche im Untergrund, die aber sehr aktiv ist? Ja. Ist die Kirche nicht in Russland auch aktiv? Definitiv, sehr aktiv. Ist die Kirche nicht auch in der Ukraine aktiv? Ja. Sogar sehr aktiv. Man kann also nicht sagen, hier ist der Feind und da ist der Freund. Es ist nicht so klar abgetrennt. Wir haben es hier mit einer Geisteshaltung zu tun. Wir haben es mit zwei Ideologien zu tun, die hier aufeinanderstoßen werden. Das eine nennt man die Ideologie des Nordkönigs, was das religiös-politische System ist, das Moralität erzwingt. Eine bestimmte Art davon und auch unter einer bestimmten Autorität, nämlich die des Papsttums. Und dann hat man den Säkularismus. Nimm nur Joe Biden. Er ist römisch-katholisch. Also würde man ihn doch einen Anhänger des Nordkönigs nennen. Ja. Hat er Ideologien, die sehr säkulär und sogar nicht nordkönig sind? Non-King of the North ideologies. Richtig. Nicht moralisch. Er hat tatsächlich ein paar Ansichten, die gegen das gehen, was der tatsächliche Nordkönig als Moral ansieht. Okay. Gibt es also Verwirrung, weil er in Wirklichkeit sowohl Eigenschaften des Nordkönigs als auch Eigenschaften des Südkönigs enthält? Ja. Das Fazit ist, dass eine der Geisteshaltungen verschwinden muss. Sie sagte hier, dass sie für die Ukraine kämpfen, aber dass sie auch für die neue Weltordnung kämpfen. Lass uns das ins rechte Licht rücken. Jeder hat so viel Angst vor der neuen Weltordnung. Was ist denn die neue Weltordnung? Nun gut, sie hat viele Bestandteile. Sie hat wirtschaftliche Anteile, definitiv wirtschaftliche Anteile. Aber die neue Weltordnung enthält eine Rückgabe der Macht vom Staat an die Kirche. So ist es. Das ist die neue Weltordnung. Denn die Bibel sagt, die Könige der Welt werden ihre Macht dem Tier geben. War diese Macht nach der Französischen Revolution weggenommen worden? Ja. Werden sie die Macht zurückgeben? Ja. Also, lasst uns von diesem Blickwinkel aus betrachten. Das soll die Voraussetzung für unser Gespräch bilden. Now Martin, hier haben wir eine Rede von Putin.
Sie ist interessant, weil sie sich mehr anhört, als ob der Nordkönig und nicht der Südkönig reden würde, richtig? Ja. Verfügt dieser Mann über nukleare Macht? Nach der Datenlage schon. Ja. Sein Finger ist auf dem Knopf. Äußert er das ziemlich lautstark? Ja. Hat er sogar damit gedroht? Er sagte, wenn ihm irgendjemand in die Quere kommt, wird er mehr Ärger als jemals zuvor in der Geschichte haben. Aha. Aha. Okay. Schafft das Furcht vor einem möglichen Dritten Weltkrieg? Ja. Okay. So lass uns diese Rede anhören und schauen, was wir daraus zusammentragen können. Eine weitere Herausforderung für die nationale Identität ist mit der globalen Entwicklung verbunden. Hier stehen sie mit moralischen und geopolitischen Aspekten in Verbindung. Wir werden Zeuge, dass viele euroatlantische Länder ihre Wurzeln verleugnen oder vergessen, einschließlich der Christlichen, die die Grundlage der westlichen Zivilisation bilden. Sie kehren sich von jeglicher ethischen Grundlage und jeglicher Identität ab, sei sie national, religiös oder kulturell. Sogar die Geschlechtsidentität wird verleugnet oder relativiert. Sie folgen einer Politik, die Familien mit vielen Kindern eingeschlechtlichen Familien gleichstellt. Auswüchse von politischer Korrektheit führt dahin, wenn Parteien eine Propaganda von Pädophilie verfolgen. Vertreter in vielen westlichen Ländern fürchten sich, ihr Geschlecht zu erwähnen. Sie schaffen sogar manche Festtage ab und verstecken den Ursprung dieser Feste. Sie versuchen, dieses Modell jedem aufzudrängen. Ich bin überzeugt, dass uns das degenerieren und primitiv werden lässt und zu einer tiefen moralischen Krise führt. Nach der Revolution von 1917 sagten die Bolschewiken, die sich auf die Dogmen von Matrix und Engels verließen, auch, dass sie die bestehenden Gegebenheiten und Sitten ändern würden, und zwar nicht nur die politischen und wirtschaftlichen, sondern selbst die grundlegende Vorstellung menschlicher Moralität und die Grundlagen einer gesunden Gesellschaft. Die Zerstörung uralter Werte der Religion und der Beziehungen zwischen Menschen, einschließlich einer völligen Abkehr von der Familie, ermutigen zur Bespitzelung geliebter Menschen. Manche im Westen glauben, dass ein aggressives Ausmerzen ganzer Seiten ihrer eigenen Geschichte, eine umgekehrte Diskriminierung gegen die Mehrheit im Interesse einer Minderheit und die Forderung traditioneller Vorstellungen wie Mutter, Vater, Familie oder sogar das Geschlecht, dass all das Meilensteine auf dem Weg zu einer sozialen Erneuerung sind. Martin, das war eine moralische Rede. Hat das Papsttum eine Agenda, die die Familie zum Kern seiner moralischen Themen macht? Oh ja, definitiv. Das ist eines ihrer Hauptthemen, das und die Armen. Beide sind ihr hauptsächlicher Fokus. Soziale Gerechtigkeit und die Familie. Eines der Themen rund um die Familie ist eine Zeit, um sich auszuruhen und um sich miteinander auszutauschen. Das ist für die Gesundheit notwendig und auch für das religiöse Glaubensleben. Man braucht es für eine soziale Erfahrung. Es ist unbedingt notwendig, dass die Familie wieder den Kern und die Basis für alle Moralität formt. Das sind die Themen des Papstes. So ist es. Hört Putin sich wie jemand an, der zum Nordkönig gehört, oder wie ein Anhänger des Südkönigs? Definitiv nach Nordkönig. Ich denke, dass er sich genau genommen mehr nach Nordkönig anhört, als manche, die wir mit Nordkönig in Verbindung bringen. Aha. Wenn wir also die Länder, so wie er es gesagt hatten, voneinander trennen und uns deren Ideologien betrachten, können wir sehen, dass er sagt, wir als Russland sind nicht bereit, die liberale Agenda der Welt anzunehmen. Sagt er das? Genau das sagt er. Lass mich das wiederholen. Er sagt, wir als Russland sind nicht bereit, die liberale Agenda der Welt anzunehmen, in der alles erlaubt ist. Transgenderismus, Zerstörung der Familien und moralischer Werte, daran nehmen wir nicht teil. Sagte er das?
Is that what he's saying? Ja. Okay. Gut. Now, who does he see? Wen sieht er als die Mächte an, die diese liberale Agenda einführen? Diejenigen, die das eigentlich verteidigen sollten, den Westen. Aha. Er bezieht sich also auf die Vereinigten Staaten und auf Europa. Ja, er sagte sogar, die christlichen Länder haben das Christentum vergessen. Die christlichen Länder haben ihr Christentum vergessen. Diese Länder versuchen auch, sich auszubreiten. Und sie stellen ihre Machtbasis sogar in die Ukraine, wo sie ihre Atomwaffen vor seiner Haustür platzieren wollen. Das nutzt er als Waffe, als politische Waffe, um zu sagen, nun, wenn Amerika keine Raketen in Kuba wollte, habe ich das gleiche Recht zu sagen, dass ich keine Raketen in der Ukraine haben will. Und wenn die Ukraine sagt, dass sie der NATO beitreten will, dann setze ich euch außer Gefecht. Ja, genau, das sagt er. Aber Martin, Sie sitzen am gleichen Tisch und reden Böses. Denn das Problem ist, dass er genau das sagte, was auch das Papsttum bewirbt. Okay. Lass uns darüber etwas nachdenken. Wir spekulieren jetzt einfach. Aber lass es uns so formulieren. Da hat man die Bedrohung, dass das zu einem Atomkrieg eskaliert. Möchte irgendjemand, dass das geschieht? Nein, weil das die Vernichtung von Abermillionen Menschenleben bedeuten würde, richtig? Da gibt es also diese schreckliche Bedrohung, die jetzt mit einem religiös-moralischen Dilemma in Verbindung steht. Wer ist der Mittler, der angerufen wird, um in diesem Konflikt zu vermitteln? Der Papst. Ja, der Papst. Es scheint so zu sein, als ob man ihn nicht aus dem System herauslösen kann. Das kann man nicht, denn die Bibel sagt uns, dass man das am Ende nicht kann. Besonders dieser Vers, der besagt, dass sie am gleichen Tisch sitzen. Okay, diese Denkweise, diese moralische Frage steht auch mit dem Papsttum in Zusammenhang. Übrigens hat ja das Papsttum keine besondere gute Erfolgsbilanz, wenn es um Moralität geht, oder? Nein. Aber zumindest in Ihren Worten. Sie haben ja diese wohlklingenden, süßen Worte über Familie und all diese Dinge. Es gibt sehr viele in der Welt, die mit keiner irgendwie religiös gearteten Denkweise mitgehen wollen. Viele leben in China, viele leben in der westlichen Welt, in der ganzen Welt, die so denken. Aber diese Geisteshaltung muss weichen. Wäre es eine nützliche Sache, sogar die Angst vor einem Atomkrieg zu benutzen, um sie verschwinden zu lassen? Ja, sie nutzen jedes Mittel. Jedes Mittel. Gut. Er verfügt über Truppen. Heißt es nicht so in der Bibel? Ihm steht militärische Macht zur Verfügung. Untersteht ihm nur eine Seite oder beide Seiten militärische Macht? Könnte er sich gegeneinander aufspielen? Ja, Ordo ab Kao. Geschieht das momentan? Ich denke ja. Nun Martin, was wäre, wenn Russland sagen würde, ich werde die westliche Denkweise nicht akzeptieren und ich bin bereit, den Knopf zu drücken, um das zu verhindern? Was, wenn Angst die Menschheit an den Punkt bringen würde, Kompromisse zu schließen und zu sagen, lasst uns doch den moralischen Werten des Papsttums eine Chance geben? Putin, würden Sie das akzeptieren? Weißt du was? Ich sehe folgendes Problem. Es hört sich gut an. Es klingt gut. Weil es sich biblisch anhört. Und es könnte den Krieg verhindern. Und wie würde das aussehen, wenn sich jemand gegen dieses Verhindern des Krieges stellen würde, wenn doch sogar moralische Werte daran geknüpft sind? Okay. Sogar jene im Westen, die sich einer Einheit von Staat und Kirche widersetzen, wenn es doch diesen Holocaust verhindern kann, wäre es dann nicht weise, dieser Macht eine Chance zu geben? Schließlich stellt sich diese Macht doch so besorgt um die Armen dar, die die Niedergedrückten wieder aufrichten. Und alles, was sie wollen, ist doch nur der Familie wieder ihren Stellwert zurückgeben. Dabei wird ihnen nicht bewusst, dass diese Macht gegen den Heiligen Bund arbeitet und dabei ist, das Gräuelbild der Verwüstung aufzurichten, nämlich seine moralische Autorität, die über
und gegen Gottes moralische Autorität gerichtet ist. Wäre das eine Möglichkeit? Ja, und dann wirft man in diesen Topf noch Patriotismus. Viele Leute werden das auch unterstützen, weil sie Patrioten sind. Du siehst, dass auch in diesem Patriotismus Moralität steckt. Ich finde es interessant, dass Russland momentan im Visier ist. Denn Russland ist ein religiöses Land. Es hatte zwar für Jahrzehnte einen übergestülpten Atheismus, aber die orthodoxe Kirche kam obenauf heraus. Aber die orthodoxe Kirche kam erst obenauf heraus, als sie ein Abkommen mit dem Papsttum erreicht hatte, weil der Kommunismus eine päpstliche Erfindung ist. Er wurde von den Jesuiten erfunden, wurde sehr detailliert in deren Reduktionen in Südamerika praktiziert und dann über ihre Agenten Karl Marx und all jenen, die mit ihm in Verbindung standen, eingeführt und in die bolschewistische Revolution eingebaut. And all of those associated with him and introduced into the Bolshevik Revolution. Man kann sogar von dem, was er sagte, ableiten, dass er gegen das ist, was die Bolschewisten und die ganze kommunistische Ära darstellten. Okay. Martin, es ist auch wichtig, dass die Schiffe von Kitim dabei eine Rolle spielten, also die Wirtschaft. Nochmal, kann man das völlig voneinander trennen und sagen, die Wirtschaftsmacht geht nur mit dem Westen und nicht mit den anderen mit? Gar nicht. Denn sie könnten auch eine sehr starke wirtschaftliche Macht bilden. Besonders jetzt, man kann nicht sagen, dass China keine Großmacht ist. Okay. Lass uns sehen, ob sie vielleicht am gleichen Tisch sitzen könnten. Und ich muss sagen, und werde jetzt auch Namen nennen, Frau Merkel und sogar Wladimir Putin und so weiter, sie alle waren Young Global Leaders des Wirtschaftsforums. Aber wir sind sehr stolz über die junge Generation, wie Premierminister Trudeau, auch der Präsident von Argentinien und so weiter. Wir dringen in die Kabinette vor. Gestern war ich auf einem Empfang von Premierminister Trudeau, und ich weiß, dass die Hälfte des Kabinetts, oder sogar mehr als die Hälfte, tatsächlich unsere Young Global Leaders des Weltwirtschaftsforums sind. Und das stimmt auch in Argentinien. Und jetzt auch in Frankreich, denn der Papst ist ein Young Global Leader. Nun, Martin, er erwähnt Putin als einen aus Ihrem Team. Ja. Sitzen Sie also an einem Tisch? Frankreich mit Macron, Trudeau, er erwähnt sie alle. Wenn du Ordnung aus Chaos haben willst, dann muss man immer einen Feind haben, sogar wenn es nur ein vermeintlicher Feind ist. Jetzt im Moment ist Russland der große Feind. Vielleicht, wenn sie in naher Zukunft einen neuen brauchen, könnte China ein sehr brauchbarer Ersatzfeind werden. Aber die Idee dahinter ist, die Ordnung zu schaffen, die sie wollen, die diese neue wirtschaftliche, moralische Ordnung ist, in der die Macht dem Tier gegeben wird. Hat das Papsttum mit allen großen Personen in der Weltwirtschaft gesprochen und mit den entsprechenden Organisationen? Definitiv. COP26, all diese COP-Treffen. Hat es durch die ökumenische Bewegung auch die religiöse Welt in der Tasche? Spielt das Papsttum das politische Spiel nicht auf absolut meisterliche Weise? Perfekt. Okay. Wenn wir uns diesen Artikel ansehen, heißt es hier, der russische Präsident Wladimir Putin trifft sich mit dem Vorsitzenden des Weltwirtschaftsforums Klaus Schwab. Das war 2019. Der russische Präsident Wladimir Putin traf sich mit dem Vorsitzenden des Weltwirtschaftsforums Klaus Schwab in St. Petersburg. Das wurde dort gesagt. Wir haben immer Beziehungen mit dem von Ihnen gegründeten Forum gepflegt und werden es weiterhin unterstützen. Und natürlich haben russische Vertreter immer daran teilgenommen und werden immer an den Veranstaltungen, die sie abhalten, teilnehmen.
Wir für unseren Teil halten ähnliche Veranstaltungen ab, die natürlich vor allem darauf abzielen, Geschäftsbeziehungen mit Russlands Partnern aufzubauen. Wie Sie wissen, halten wir das Wirtschaftsforum von St. Petersburg hier in St. Petersburg, wie auch im fernen Osten in Sibirien und in Südrussland ab, sagte Putin. Gibt es eine enge Verbindung? Definitiv. Weißt du, es wird ja viel spekuliert, dass Putin gar nicht Teil der Young Global Leaders sein konnte. Aber hier gibt er es zu, dass sie immer Teil dieses Weltwirtschaftsforums waren und sein werden. Sehr richtig. Also, wenn das ein Spiel ist, bei dem sie am gleichen Tisch sitzen, um die Welt aus Angst vor einem nuklearen Konflikt dazu zu bringen, dass sie am Ende die moralische Überlegenheit des Papsttums mit offenen Armen annehmen, dann werden die Könige der Welt ihre Macht dem Tier übergeben, richtig? Ist das dann ein biblisches Bild, das hinsichtlich unseres zeitlichen Rahmens einer kurzen Chronologie mehr oder weniger jetzt geschehen müsste? Ja, und es müsste relativ schnell geschehen. Die letzten Ereignisse werden sehr schnell vor sich gehen. Sehr schnell. Wir bewegen uns gerade von einer größeren Notlage in die nächste Notlage. Ganz genau. Lass uns einen Blick auf den anderen Akteur werfen, nämlich Zelensky. Was ist das für ein Bild hier drüben? Es ist das Weltwirtschaftsforum. Waren die Schiffe von Kitim hier sehr aktiv? Hier haben wir einen Kurzlebenslauf von Zelensky auf der Website des Weltwirtschaftsforums. Hier heißt es, dass er ein Schauspieler, Drehbuchautor, Kreativdirektor und Stand-up-Comedian der Kabarettengruppe Contest Quarter 95 ist. Er spielt die Hauptrolle in der Fernsehserie Diener des Volkes, die 2016 die Auszeichnung des World Fest Remy in den USA gewann. Er schaffte es mit der Filmkomödie in die engere Auswahl der Seoul International Drama Awards in Südkorea. Die Serie Diener des Volkes gewann auch die Intermedia Global Silberauszeichnung in der Kategorie Unterhaltungsfernsehshow beim World Media Festival in Hamburg, Deutschland. Martin, wurde er ziemlich weltweit bekannt? Tatsächlich ist er ein sehr bekannter und populärer Schauspieler. Hoben Sie sein Image an? Oh, definitiv. Er wurde zu einem Idol. Nun, Martin, wenn wir in die Politik blicken, spielen Schauspieler da öfters eine Rolle? Schon, und das seit längerer Zeit. Nimm Reagan, der war ein Schauspieler. Ja. Papst Johannes Paul II. War ein Schauspieler. Spielte der gegenwärtige Papst nicht auch in Filmen mit? In einigen. Alle Jesuiten sind geübte Schauspieler im Jesuitentheater. Das ist Teil ihres Spiels. Sie glauben, was der angebliche Shakespeare schrieb. Die ganze Welt ist eine Bühne und Frauen wie Männer nichts als Spieler. Richtig? Am 21. April gewann er die ordentlichen Wahlen mit 73,22% der Stimmen und am 20. Mai wurde er als Präsident der Ukraine eingeschworen. Wenn Sie alle mit dem Weltwirtschaftsforum in Verbindung stehen und auch Putin damit in Verbindung steht, kennen Sie sich alle gegenseitig gut? Ich bin sicher, dass Sie das tun. Könnten Sie vielleicht an einem Tisch sitzen? Nun, Sie sitzen am selben Tisch des Weltwirtschaftsforums. Wie stellt die Welt das Thema im Moment dar? Sie stellen Zelensky als einen Helden dar. Ja. Der seine militärische Ausrüstung anhat, mit seiner kugelsicheren Weste. Und er ist derjenige, der in den Straßen kämpft und dieses große Ungeheuer auffällt, das Russland heißt. Ich denke, wenn Russland wirklich wollte, würde es 2 oder 3 Tage dauern und sie hätten sie eingesackt, stimmt's? Aber sie ziehen das hin. Die ganze Welt ist eine Bühne und Frauen wie Männer nichts als Spieler. Wir dürfen uns nicht das Geschehen ansehen, so fürchterlich wie es sein mag. Denn die Jesuiten sagen, dass der Zweck die Mittel heiligt. Auch wenn das Kollateralschäden bedeutet. Und das heißt auch, wenn dafür viele Menschen sterben müssen. Okay. Was haben wir in den Medien gehört?
Was sagte der Vers? Sprechen sie die Wahrheit oder erzählen sie Lügen? Lügen. Nun gut. Es hieß, dass ein Spitzenteam geschickt wurde, um ihn umzubringen. Aber der Anschlag wurde vereitelt. Er wurde zum Helden hochstilisiert. Ja. Wie viel davon wahr oder gelogen ist, werden wir erst eines Tages wissen. Eines Tages werden wir es wissen. Nimmt man das Video, das wir zuerst zeigten, über diese Parlamentarierin und diese Schönheitskönigin, die bewaffnet und kampfbereit ist, da gibt es viel Hype, um sie als Helden darzustellen. Und man hat nur eine einseitige Gruppe von Helden. Die anderen, nun, sie versuchen Putin als Stoiker darzustellen, der mit strenger Miene in seinem Büro sitzt und so weiter. Aber die Bibel sagt mir, dass das Endspiel sich auf Lügen gründet. Es ist interessant. Ich versuchte Kommentare oder irgendwelche Nachrichten von Putins Seite aufzustöbern und da gibt es nichts. Man kann nichts finden. Nichts? Ja, ich habe Verbindung mit jemandem, der in Russland ist, und das meiste von deren Korrespondenz wird dicht gemacht. Diese Sachen. Man hört die andere Seite nicht. Es klingt sehr wie in der Pandemiesituation. Bei der man auch nur eine Seite der Geschichte hört. Denn das ist das Szenario, mit dem jeder gefüttert werden muss. Okay, lass uns sicher gehen. Hier haben wir viele Bilder von Putin und dem Papsttum. Und das hat eine lange Geschichte, denn er stand schon mit den vorherigen Päpsten in Kontakt. Stimmt's? Das reicht bis zu Johannes Paul II. So weit. Und er ist ein sehr religiöser Mensch, denn schau, was er hier unten tut. Das zeigt eine bestimmte Art von Frömmigkeit, die nicht alltäglich ist. Meiner Meinung nach können wir diesen Mann nicht direkt in die Südkönigsschublade stecken. Überhaupt nicht. Er spielt ein Spiel, um die Geisteshaltung der Welt dahin zu bringen, die moralische Autorität des Papsttums anzunehmen. Lass uns weitersehen. Was ist mit der anderen Seite? Haben Sie auch Verbindungen mit dem Papst? Lesen wir doch. Präsident Zelensky sagte auf Twitter, dankte Francis at Pontifex dafür, dass für Frieden und Waffenruhe in der Ukraine gebeten wird. Das Volk in der Ukraine fühlt den geistigen Beistand seiner Heiligkeit. Alle beide. Sitzen Sie am gleichen Tisch, Martin? Ja. Ist das offenkundig oder Verschwörungszeug? Ist das Evidence or is this conspiracy? Und wenn wir es in die biblische Zeitleiste hineinnehmen, sind am Ende beide mit dem Papsttum verbunden. Hier ist Religious News Service vom 27. Februar 2022. Papst Franziskus drückte dem ukrainischen Präsidenten Zelensky seinen tiefen Schmerz aus. In einem Tweet vom Samstag, den 26. Februar, der ukrainischen Botschaft an den Heiligen Stuhl, drückte Papst Franziskus während des Telefonats seinen äußerst tiefen Schmerz aus über die tragischen Ereignisse, die sich im Land entwickeln. Wie der Papst dargestellt wird als extrem besorgten moralischen Führer der Welt. Es ist der jüngste Versuch, der vom Vatikan unternommen wurde, um seine Unterstützung zu zeigen und um für den Frieden in der Ukraine zu vermitteln. Sprach er denn auch mit der anderen Seite? Ja. Während die Ukraine blutet, könnte Papst Franziskus und der russische Patriarch Kirill Unterhändler sein. Ist das die Kirche? So ist es. Sie verhandeln mit dem Staat. Martin, wenn die Kirche anfängt, mit dem Staat zu verhandeln, und es ihr gelingt, einen irgendwie gearteten Waffenstillstand auszuhandeln, wird dann die moralische Position des Papsttums in den Augen der Menschheit erhöht werden? Ja, definitiv. Könnte es vielleicht sogar so weit gehen, dass ein Atomkrieg verhindert wird, wenn nur diese moralische Autorität etwas mehr Anerkennung erfahren würde? Wir waren schon mal da, als Reagan und Papst Johannes Paul II. Mit Gorbatschow sprachen.
Und wenn man zu der Aussage im Geist der Weissagung zurückgeht, heißt es, dass es eine schlimme Situation mit Krieg und all dem war, dann relativer Frieden und dann sind wir wieder da. Wir sind wieder da und wir haben eine Zeitspanne sogenannten relativen Friedens, aber jetzt sind wir wieder da. Ich finde auch das Timing ziemlich interessant. Sofort nach einer Krise medizinischer Natur, gesundheitlicher Natur, schlittern wir in eine politische Krise, die zu einer geistlichen Erhöhung führen könnte. Ja, schon erstaunlich. Stell dir bloß vor, wenn das während der Krise, der medizinischen Krise, passiert wäre. Es hätte nicht funktioniert, stimmt's? Nun gut. Biden gegen Putin bedeuten den nicht verhandelbaren Kollisionskurs, den wir gegenwärtig beobachten. Außer, dass etwas wahrhaftig Außergewöhnliches stattfindet. Sie befinden sich jetzt in der Fastenzeit, in dieser Zeit des 40-tägigen Fastens. Das ist sehr interessant, denn es soll dazu dienen, der Erfahrung in der Wüste zu gedenken. Jesus führt dieses Fasten für uns durch und erwartet nicht von uns, es zu wiederholen. Lass es mich ganz ungeschönt ausdrücken. Das ist eine sehr ans Heidentum angelehnte Weise, sich damit zu beschäftigen. Denn es fügt Elemente eigener Werke zu einem bereits vollendeten Werk dazu, das Christus für uns getan hat. Stimmt's? Ja, ähnlich dem, was Luther mit der Selbstgeißelung und dergleichen tun musste. Ja, lass uns diesen Satz noch einmal lesen, denn das ist sehr wichtig. Biden gegen Putin bedeutet den nicht verhandelbaren Kollisionskurs, den wir gegenwärtig beobachten. Anders gesagt, braucht es einen Vermittler. Die Mentalität des Südkönigs, die in Biden sehr stark ist, ist gegen eine Mentalität des Nordkönigs aufgekommen, die eigenartigerweise von Putin dargestellt wird. Es ist nicht verhandelbar und es hat eine militärische Note dabei, denn die Ukraine ist im Schlachtgetümmel. Die westlichen NATO-Mächte gegen diesen anderen Machtblock. Das heißt doch, dass man in dieser Situation die Etiketten Nordkönig oder Südkönig keinem Land oder politischen Gruppe verpassen kann. Ganz genau, auch keiner Person. Es ist eine Art des Denkens, eine Geisteshaltung, die beseitigt werden muss. Und es ist interessant, dass diese beiden Geisteshaltungen hart zusammenprallen. Außer, dass etwas wahrhaftig Außergewöhnliches stattfindet. Und das wird ein Sinneswandel sein. Ja. 2016 wurde Papst Franziskus der erste katholische Papst, der einen russischen Patriarchen traf, als er nach Kuba reiste, um den Menschen zu treffen, den er seinen Bruder nannte. Die Ökumene brachte sie zusammen. Erst standen sie sich kämpferisch gegenüber. Wir wissen, dass die Kluft zwischen der orthodoxen Kirche und der katholischen Kirche schon mehr als ein Jahrhundert umfasst. Also das wurde gelöst. Auf der Kirchenebene gibt es keinen Konflikt. Nein, ist es nicht interessant, dass es beispielsweise diesen Papst Franziskus braucht, was er alles in diesem Bereich der verschiedenen Religionen zustande brachte, sogar mit dem Großimam. All das, er ist der größte Friedensstifter, den diese Welt jemals gesehen hat. Ja, ich sah schon vor vielen Jahren ein Video darüber, wie all die orthodoxen Patriarchen in den Vatikan hineinkamen und jeder von ihnen verbeugte sich und küsste den Ring des Papstes. Das wurde schon erreicht. Die Frage lautet, können Franziskus und Kyrill jetzt ein Gespräch anstoßen, das sich auf ihre gemeinsamen geistlichen Werte fokussiert? Gibt es einen Boden für einen weiteren inspirierten Händedruck zwischen Glaubensmännern, um wieder Frieden herzustellen? Kirche und Staat. Wer hat bei diesen Verhandlungen den Vorsitz? Der Papst. Ja, der Papst. Wenn es ihnen gelingt, ins Herz dieser ausweglosen Situation einzudringen, könnte das uns wieder vom Abgrund wegbringen und das zweite größte Wunder in der modernen Geschichte liefern? Martin, ich denke, dass die Könige der Welt ihre Macht dem Tier geben müssen, um einer nuklearen Katastrophe zu entgehen. Genau.
Was sagt dir der Vers? Was wird er tun, sobald das geschehen wird? Er wird das Gräuelbild der Verwüstung aufstellen. Aha. Haben wir nicht seit Jahren darüber gesprochen? So ist es. Der Papst inmitten der Krise zwischen Russland und Ukraine. Er ist in der Mitte. Die Medien sagen uns, dass er mittendrin ist. Das Papsttum ist zurück in der Weltpolitik. Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass es jemals daraus verschwand. Martin, dieses Spiel hat eine sehr, sehr lange Vorbereitung. Die Geste des Papstes am Freitag, die russische Botschaft in Rom zu besuchen, war zweifellos ein bemerkenswertes Ereignis und das aus verschiedenen Gründen. Der Vatikan hat einen jahrhundertealten Außendienst von Diplomaten und Spionen, Think Tanks und Journalisten. Nichts, was der Papst tut, ist jemals zufällig. Martin, das ist die Asia-Time. Das hört sich wie ein Hinweis der Bibel an. Ja, oder vom Geist der Weissagung. Es gibt auch die schwerfällige Bürokratie im Vatikan, die die Entscheidungen für den Papst trifft. Aber interessanterweise war der Besuch am Freitag von Franziskus in der russischen Botschaft nicht auf seinem üblichen Terminprogramm für den Tag aufgeführt. Es gibt also hinter den Kulissen Verhandlungen. Das allein macht es zu einer außergewöhnlichen praktischen päpstlichen Geste, für die es in jüngster Zeit keinen Präzedenzfall gab. Der US-Fernsehsender CNN berichtete, dass der Papst mit dem russischen Botschafter mehr als 1,5 Stunden sprach. Franziskus forderte ein friedliches Ende des Konflikts und drängte Katholiken, den Mittwoch als einem dem Frieden in der Ukraine geweihten Tag des Gebets und Fastens beiseite zu legen. Anderen Quellen zufolge sprach er am Telefon mit Putin selbst. Nimmt er nicht einen zentralen Platz im politischen Drama ein? Ja. Lass uns Catholics Culture betrachten. Botschafter sagt, die Ukraine würde einen Papstbesuch begrüßen. Vermittlung des Vatikan, um Krieg abzuwehren. Ein Papstbesuch wird einen sehr großen Einfluss auf die Entwicklung der Situation haben. Schauen wir, was da gesagt wurde. So wie ich das verstehe, wäre der Vatikan bereit und erfreut, diese Möglichkeit für ein Treffen der Führer beider Seiten zu schaffen. Er fügte hinzu, die Ukraine ist umfassend für diesen sehr einflussreichen, sehr spirituellen Ort für ein Treffen. Wenn Russland seinen Willen bekundet, sich an einen Tisch zu setzen, wird die Ukraine umgehend positiv darauf antworten. Sie sind also alle willig. Momentan findet das telefonisch statt durch die verschiedenen Botschaften. Doch er steht im Mittelpunkt der Bühne. Der Papst macht einen noch nie dagewesenen Schritt. Er appelliert persönlich bei seinem bemerkenswerten Besuch in der Botschaft Russlands. Am Freitag ging Papst Franziskus in die russische Botschaft, um seine Besorgnis über den Krieg in der Ukraine persönlich auszudrücken. Mit einer außergewöhnlichen, praktischen päpstlichen Geste, die in jüngster Zeit keinen Präzedenzfall hat. Franziskus sicherte später einem der obersten griechisch-katholischen ukrainischen Führer zu, dass er alles tun werde, was er könne, um zu helfen. Das Haupt der ukrainisch-griechisch-katholischen Kirche, dem größten östlichen Ritus, der mit Rom vereint ist, begrüßte Franziskus außerprotokollarisches diplomatisches Eingreifen und sagte, er hoffe, das würde helfen, den Dialog über die Gewalt siegen zu lassen. Seine Seligkeit Schewtschuk sagte, dass der Papst ihn später in Kiew angerufen und ihm zugesichert habe, ich werde alles tun, was ich kann. Hier haben wir die Kirchen, die einstimmig miteinander handeln und dabei das Papsttum als Vorsitz nutzen, als Sitz der Macht, als Unterhändler. Offenbarung 17, Vers 12 besagt, und die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, die noch kein Reich empfangen haben, aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem Tier. Diese Sache mit den 10 Hörnern. Wenn man das Buch Offenbarung liest, beziehen sich die 10 Hörner auf die europäischen Mächte und deren Partner. Eine der Abteilungen dieser 10 Hörner sind natürlich die USA und auch jede der Kolonien in der Welt. Es gibt auch die andere Ansicht, dass es die 10 Regionen der Erde sind. Wenn man sich an das rein biblische Bild hält, könnte man dann auch lesen, dass die christlichen Mächte,
die, die du gesehen hast, die noch kein Reich empfangen haben, aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem Tier. Sie werden also ihre Macht dem Tier geben. Receive power as kings 1 hour with the beast. So they will give their power unto. Martin, wenn sie dem Tier ihre Macht geben, muss es einen Vorfall geben, der sie dazu bringt, ihre Macht dem Tier zu geben. Denn die Verfassung der Vereinigten Staaten sagt, dass Kirche und Staat getrennt sein müssen. Welche ungeheuerliche Notlage könnte sie zu der Aussage veranlassen? Es ist ratsam, unsere Macht dem Tier zu geben. Could make them say it is expedient that we give our power to the beast. Um einen Atomkrieg zu verhindern. Aha. Is that a possibility? Wäre das eine Möglichkeit? Nur so ein Gedanke. Ich denke, dass das gut möglich ist. Wer wird dabei tatsächlich besiegt? Das Denken, dass die Kirche nichts mit dem Staat zu tun hat. Richtig. Das ist genau genommen der Südkönig. Richtig. Das ist dieses Denken des Südkönigs. Das muss weg. Und die Gewalt und Macht muss dabei so groß sein, dass Angst zur Waffe der Wahl wird, um die Menschheit dazu zu bringen, es mit offenen Armen anzunehmen. So ist es. Machten Sie das Gleiche mit dem Gesundheitsthema? Ja. Ist das nicht eine Taktik, die für Sie sehr gut funktionierte? Das funktionierte sehr gut, dazu werden wir noch kommen. Aber es funktioniert auch beim Thema Klimawandel. Okay. Hier ist ein Artikel vom Business Insider. Sie gehören zu uns, Sie sind einer von uns und wir wollen Sie dabei haben. So die Chefin der Europäischen Kommission. Sie gehören zu uns. Sie sind einer von uns und wir wollen Sie dabei haben, sagte von der Leyen Orion News am Sonntag. The Hill berichtete am Samstag, dass Zelensky die EU sowie den nordamerikanischen Pakt wegen des Mitgliedstatus der Ukraine dränge und um eine feste Zeitzusage bitte. Von der Leyen sagte Orion News, dass die EU sich in einem Prozess mit der Ukraine befinde, der eine Integration des ukrainischen Marktes in einen Markt und enge Zusammenarbeit beim Energienetz einschließe. Wenn jetzt die andere Seite sagt, nur über meinen atomaren Kriegskörper, wäre das ein Grund, dem Tier als situationsbedingten Kompromiss die Macht zu übergeben? Definitiv, das wäre eine große Angst. Putin enthüllte einen Plan, Europa über die Ukraine hinaus zu beherrschen. Die Nachbarn Finnland und Schweden werden gewarnt, dass sie mit militärischen und politischen Konsequenzen zu rechnen haben, wenn sie der NATO beitreten. Diese Länder sind schon Teil der Europäischen Union, aber sie sind nicht Teil der NATO. Das ist eine sehr interessante Situation. Jetzt droht er ihnen auch. Es scheint diesen Druck von Seiten Putins zu geben, um das Denken der westlichen Welt zu verändern, damit sie sich mehr den moralischen Werten des Papsttums angleichen. Ja, definitiv. Und wenn dieser Kompromiss funktioniert und man so einen atomaren Krieg verhindern kann, wer weiß, was in Zukunft noch geschieht. Vielleicht springt China noch ein. Genau. Wer weiß schon, wie groß dieser Druck noch wird. Es gibt da drüben immer noch eine Macht, die man nutzen könnte, um den Druck weiter zu verstärken. Russland sagte, wenn Finnland und Schweden der NATO beitreten, wird es ernste Konsequenzen haben. Das ist eine Warnung. Beide Länder sagten, dass sie Putins Aussagen ignorieren würden. Vertreter des Geheimdienstes sind beunruhigt, dass Kiew innerhalb weniger Tage nach heftigen Kämpfen fallen könnte. Die Sprecherin von Putins Außenministerium sagte, Finnland und Schweden könnten ihre Sicherheit nicht darauf aufbauen, die Sicherheit anderer Länder zu beschädigen. Sie spielen ein sehr cleveres politisches Spiel. Hinzu kommt, dass es ähnlich klingt wie die Geschehnisse bei Hitler und dem Zweiten Weltkrieg. Das beschwört wieder diese Angst herauf, die schon vorangetrieben wird. Okay. Was war die Antwort Finnlands? Finnland wird heute trotz der Drohung des Nachbarn Russlands, dass es sich auf militärische und politische Konsequenzen einstellen müsse, über einen NATO-Beitritt debattieren. Sie werden darüber eine Debatte führen und haben schon 50.000 Unterschriften. Wenn immer mehr Länder der NATO beitreten würden, würde das der Möglichkeit eines Zusammenstoßes mehr und mehr Schub geben, sogar einem Konflikt atomarer Natur. Wir brauchen definitiv irgendeine Art von Kompromiss. Martin, es sind nicht nur Finnland und Schweden.
Kosovo ersuchte USA für eine dauerhafte Militärbasis und beschleunigte NATO-Mitgliedschaft. Der Kosovo hat die Vereinigten Staaten gebeten, eine dauerhafte Militärbasis im Land zu errichten und seine Aufnahme nach der russischen Invasion der Ukraine zu beschleunigen, sagte der Verteidigungsminister des Kosovo, Armand Mehaj, am Sonntag. Die Mitgliedschaft des Kosovos in der NATO zu beschleunigen und eine dauerhafte Basis amerikanischer Truppen zu besitzen, ist eine umgehende Notwendigkeit, um Frieden, Sicherheit und Stabilität im westlichen Balkan zu garantieren, sagte Mehaj auf seiner Facebook-Seite. Es hat den Anschein, dass der Druck auf Russland liegt und die NATO Putin verzweifeln lässt. Bis dahin, dass er bereit ist, den Knopf zu drücken. Was für eine perfekte Situation, um eine neue Weltordnung zu bekommen. Und wie wir schon sagten, geht es in der neuen Weltordnung nicht nur um die Wirtschaft. Denn der Vatikan kontrolliert die Wirtschaft sowieso schon. Es geht darum, dem Tier die Macht zu geben. Und das knüpft an diesen Vers in der Offenbarung an, in dem diese Könige eine Stunde der Herrschaft mit dem Tier bekommen. Nun, Martin, ist das etwas, was sich urplötzlich aus dem Blauen heraus entwickelte? Oder stand das möglicherweise schon lange auf dem Plan? Wenn du zurückblickst, hat das eine lange Vorgeschichte. Lasen wir nicht in diesem Artikel, dass der Papsttum lang vorausplant? Nun, 2015 warnte Gorbatschow schon davor, dass es einen Atomkrieg wegen der Ukraine geben könnte. Das wurde schon seit langem geplant. Ich denke, dass sie schon seit sehr langer Zeit an einem Tisch sitzen. Bei einem Interview mit dem deutschen Nachrichtenmagazin Der Spiegel warnte der ehemalige 83-jährige sowjetische Führer Michail Gorbatschow, dass die Krise in der Ukraine zu einem Krieg größeren Ausmaßes in Europa oder sogar zu einem Atomkrieg führen könnte. Wir werden nicht überleben, wenn jemand in der gegenwärtigen Spannung die Nerven verliert. Das ist ein Schlachtplan. Das ist ein Schlachtplan. Hier in einem Artikel im Express vom 2. März 2022. Bedeutet Krieg mit Russland. Putin wird diese Woche die geballte Macht der NATO erfahren. Wenn das Abschlachten nicht aufhört, droht die NATO? Ja, sie drohen sich gegenseitig. Okay. Wladimir Putin wurde gewarnt, dass die NATO sich dafür entscheiden könnte, direkt in der Ukraine einzugreifen, wenn der öffentliche Druck, das Abschlachten der Bürger dort zu stoppen, noch weiter wachsen sollte. Die Propagandamaschinerie tut hier eine gewaltige Arbeit. Martin, denkst du, dass es möglich sein könnte, dass manche denken, na, vielleicht kann Russland für sich genommen noch unter Kontrolle gehalten werden? Was ist, wenn man China noch in den Topf hineinwirft? Wäre das ein noch furchterregendes Szenario? Definitiv. Welche Länder wären dann außer Europa noch bedroht? Die asiatischen Länder. Alle asiatischen Länder. Würde Australien und Neuseeland auch noch einbezogen werden? Dann wäre das eine ziemlich weltumspannende Sache, stimmt's? Wenn man das dieser explosiven Mischung noch zufügen könnte, dann würden wir laut der Medien und laut dem Schlachtplan auf einem Pulverfass sitzen, das explodieren könnte. Durch mangelnde westliche Hilfe für die Ukraine ermutigt, erklärt das kommunistische Regime, dass Taiwan zu China gehöre. Das ist der Christian Perspective, CBN News. Als Folge von Russland grundloser Invasion der Ukraine am Mittwoch gab Chinas Außenministerin umgehend eine Erklärung bekannt. Das kommunistische Regime erklärte der Welt, dass es Taiwan als ein Teil von China beanspruche. Der Anspruch ähnelte der Entscheidung, die Wladimir Putin als Vorwand nutzte, um einzumarschieren und seinem Nachbarn mit Gewalt Gebiete wegzunehmen. Sie haben diese Absicherung, dass der Krieg zu einem weltweiten Szenario eskalieren könnte. Aber es ist immer gut, ein Augenzwinkern herbeizubringen. Hier ist eine Karikatur, die dazu herauskam. Sie lenken Putin von etwas sehr Wichtigem ab, sagt John Kerry. Sein kleines Schild ist sehr interessant. Darauf steht,
Stopp den Klimawandel. Nachdem der Begriff globale Erwärmung durchgestrichen wurde, weil er nicht mehr stichhaltig ist, denn dieses wissenschaftliche Szenario ist schon seit langem aus dem Fenster hinausgefallen. Sie halten das im Hintergrund auch noch warm als einen der Gründe, warum man einem gewissen Schlachtplan folgen muss. Lass uns das zurückverfolgen. Der Klimawandel ist nicht vom Tisch. Nein, ganz und gar nicht. Er ist auch Teil der Unterredungen, die heimlich stattfinden und mit vielen Lügen verknüpft sind, an diesem besonderen Tisch, an dem der Nordkönig und der Südkönig miteinander sitzen und ihre kleinen Plaudereien haben. So ist es. Sogar Putin unterschrieb dort und schreibe China ja nicht ab. Wenn man zu diesen Artikeln zurückgeht, ist es auch dabei. Alle sind sie dabei. Sie alle haben diese bestimmten Sachen unterzeichnet. Es ist auch sehr interessant, dass der Klimawandel auch Teil der päpstlichen Agenda ist. Aber man folgt der päpstlichen Agenda nicht. Drücken wir es mal so aus. Das Drehbuch der päpstlichen Agenda wird nicht buchstabengenau befolgt. Ihm wird ein Lippenbekenntnis gezollt, aber es wird nicht befolgt, weil die säkuläre Welt ihre Macht nicht dem Tier gegeben hat. Lass uns das überprüfen. Hier ist ein Artikel in Amerika, The Jesuit Review. Es ist sehr wichtig, dass hier die Jesuiten sprechen. Sie sind tatsächlich die Herrscher der Welt, auch wenn das keiner glauben mag. COP26 ging nicht weit genug. Es ist an der Zeit, die Herangehensweise von Papst Franziskus an den Klimawandel zu ergreifen. Siehst du, worum es geht? Der COP26-Gipfel war eine Erzählung von zwei Städten. Eine, die frei auf hehren Selbstverpflichtungen und neuen Versprechen schwamm, die andere sank unter dem Gewicht einer Greta-Manie und Blablabla-Gesängen der Anhänger der schwedischen Umweltaktivistin Greta Thunberg. Nicht einmal Barack Obamas gefeierte Redekunst oder ein überraschender Pakt zur amerikanisch-chinesischen Zusammenarbeit konnte die Unterschiede versöhnend ausgleichen. Sehen wir, worum es ihnen geht. Um den Gegensatz zu verstehen, können wir ein anderes Städtepaar miteinander vergleichen. Einmal Paris, wo 2015 ein Klimaabkommen geschmiedet wurde, um dazu Rom und seinem Körper katholischen Denkens. Sie offenbaren weitreichend unterschiedliche Perspektiven zum Klimawandel. Haben wir also zwei Denkweisen? Ja. Das Thema ist das gleiche, nämlich der Klimawandel. So ist es. Climate change. That's it. Aber bei der Klimaagenda von Papst Franziskus ist eine moralische Agenda angeheftet. Seine Herangehensweise muss von der Welt befolgt werden. Aber die Welt folgt ihr gegenwärtig nicht. Ist das ein Konflikt zwischen Nordkönig und Südkönig? Ja. Gut. Bei der Herangehensweise von Paris läuft alles rückwärts. Es begann mit den wissenschaftlichen Daten einer globalen Erwärmung und brachte ausgeklügelte Methoden hervor, sie aufzuhalten, ohne jemals über die größere Frage nachzudenken, zu welchem Zweck. Das moralische Thema. Rom oder die katholische Kirche beginnt richtigerweise mit dem Definieren des Sinns des Lebens und sucht dann nach sozialpolitischen Strukturen, die uns dorthin bringen werden. Paris bittet uns um logisches Denken für unseren Weg zu ökologischer Nachhaltigkeit mit dem ideologischen Ausgangspunkt Plünderung des Planeten. Rom ermutigt uns, die Spiritualität von Ignatius zu nutzen, um Gott in allen Dingen zu suchen, während er uns belehrt, dass wir alle Haushalter der Erde sind. Diese Aussage wirft einen um. Hier haben wir eine moralische Angelegenheit, ein religiöses Thema, das der Pariser Abkommen außen vor lässt. Das Pariser Abkommen ist die Weltanschauung des Südkönigs. Hier sagen die Jesuiten, dass das falsch ist. Wir brauchen das moralische Thema. Welche Moralität? Die Spiritualität des Ignatius. Martin, tut das dem Heiligen Bund nicht Unrecht an? Doing an injustice to the Holy Covenant? Nun, zu 100%. Das ist genau das Gegenteil davon.
Es ist genau das Gegenteil davon. Das ist Erlösung durch Erfahrung und Erlösung durch Werke im Gegensatz zur Erlösung aus Gnade und Rechtfertigung aus Glauben. Richtig? Also haben wir hier Unrecht am Heiligen Bund. Und das wollen sie. Aber sie bekommen es nicht. Können Sie jetzt die drohende Gefahr eines Atomkriegs nutzen, um dieses Ziel zu erreichen? Lass uns weiterlesen. Paris erwartet tugendhaftes Verhalten von der anthropologischen Prämisse aus, die Eigennutz und individuelle Freiheit bevorzugt. Säkuläres Denken, die Weltanschauung des Südkönigs. Rom versteht, dass Tugend aus dem Verfolgen des Gemeinwohls hervorquillt, das durch Solidarität, Wohltätigkeit und Gegenseitigkeit definiert wird. Solidarität. Brüderlichkeit. Unterzeichnete das Papsttum ein Abkommen mit dem Islam zu diesem Thema? Ja. Ist die orthodoxe Kirche auch an Bord? Ja. Ist die protestantische Welt an Bord? Jeder. Wer ist dagegen? Nur die Weltanschauung des Südkönigs. Martin, diese Philosophie des Südkönigs wird verschwinden müssen. Außerdem drängt sie gegen den Nordkönig. Und der Nordkönig wird nach der Schrift siegen. Okay. Deshalb geht Rom die Herausforderung des Klimawandels auf zwei Ebenen an. Auf der epistemologischen, indem sie die Frage richtig formuliert und die Wurzel, die das Problem verursacht, identifiziert. Und auf einer praktischen, indem Handlungsprinzipien angeboten werden, aus denen soziopolitische Lösungen entspringen können. Das römische Dokument, das ganz offenkundig als Gegengewicht zum Pariser Abkommen dient, ist Laudato Si. Enthält das das Gräuelbild, das Verwüstung bringt? Ja, und es enthält das Mahlzeichen des Tieres, was ja das Gräuelbild der Verwüstung ist. Stimmt. Papst Franziskus weist uns an, dass alle Dinge miteinander verbunden sind und dass der Klimawandel soziale Ungerechtigkeit und wirtschaftliche Ungleichheit untrennbar miteinander verknüpft sind. Ist das Weltwirtschaftsforum darin eingebunden? Ja. Auf wessen Seite stehen Sie? Auf der des Nordkönigs. Aha. Durch die ganze Enzyklia hindurch erklärt Franziskus, wie unsere Götzenverehrung der Maschine und unser ungezügeltes Verfolgen schmalspurigen Eigeninteresses jeden Sinn für Gerechtigkeit und das Gemeinwohl verdrängen. Die römisch-katholische Vorstellung von Gesellschaft muss in der Welt eingeführt werden. Erinnerst du dich an das Buch von John Robbins namens Ecclesiastical Megalomania? Ja. Weißt du noch, dass wir das in einer Folge besprachen? Vielleicht sollten die Menschen sich das noch einmal ansehen. Ich werde den Link dazu anfügen. Ja, mach das bitte. Vielleicht könnten wir anfangen zu sehen, wie sich dieses Bild zusammensetzt. Martin, das ist ein prophetisches Bild, das so viel Tiefe hat. Wenn wir wieder zu Daniel Kapitel 11 gehen, wollen wir ab Vers 40 lesen. Zur Zeit des Endes aber wird sich der König des Südens mit ihm messen. Aber Martin, sie sitzen am gleichen Tisch. Das war ein historisches Event, als das Papsttum seine politische Macht verlor, richtig? Ja. Aber Offenbarung verspricht, dass er sie wiedererhalten wird. Ja. Dann wird uns im Buch Offenbarung gesagt, dass dieser Zusammenstoß, als das Papsttum seine Macht verlor, ebenfalls ein Nord-Süd-Konflikt war. Und dass der Südkönig geistlich Ägypten war. Geistlich. Nicht mehr buchstäblich. Wir können es also nicht in ein buchstäbliches Land stecken. Nein. Das Denken. Es ist das Denken, das hier aufeinander prallt. Wird es also am Ende einen weiteren möglichen Vorstoß geben? Ja, und der König des Nordens wird mit Wagen, hier wird eine Kriegsmaschinerie genutzt, Martin, Reitern, auch das ist Kriegsmaschinerie, Bodentruppen und vielen Schiffen, das ist die Wirtschaft, gegen ihn anstürmen und wird in die Länder einfallen und sie überschwemmen und überfluten. Seine Denkweise wird also gewinnen.
Auf seinen Befehl stehen die Militärs all dieser Länder. Und er erzählt dir Lügen und versorgt dich mit Propaganda, um dich ein bestimmtes Szenario glauben zu machen, aber die Agenda dahinter muss detailliert studiert werden. Ich möchte hier auch eines sagen. Wir wissen nicht genau, was geschehen mag. Es mag schon sein, dass vielleicht ein paar Atombomben losgehen. Aber das Endergebnis wird immer noch genauso sein, wie du es die ganze Zeit besprochen hast. Egal wie schlimm es wird, die Prophetie der Bibel wird sich erfüllen. Weißt du, Martin, was gut möglich wäre? All diese Dinge könnten geschehen. Und die Bibel sagt, dass das Gräuelbild der Verwüstung aufgestellt werden wird. Und dann wird eine Zeit der Trübsal kommen, wie sie noch nie zuvor gewesen war. Vielleicht werden dann die Knöpfe gedrückt werden. Aber dann wird es zu spät sein. Denn dann ist die Gnadenzeit schon vorbei. Dann haben wir diese schreckliche Warnung in Daniel 11, Vers 41. Und er wird in das herrliche Land einfallen und viele Länder werden niedergeworfen. Es werden aber seiner Hand entrinnen Edom, Moab und die Hauptleute der Ammoniter. Diese Länder sind alle Nachkommen von Abraham. Das bedeutet also, dass er auch in die Kirchen eindringen wird. Sogar in Gottes Gemeinde. Aber viele aus der protestantischen Welt werden entrinnen, aus dem religiösen System heraus. Sie werden sich anschließen. Es ist auch interessant, dass Daniel Edom erwähnt. Viele in der islamischen Welt werden von Ende auch eine Erkenntnis über die Wahrheit gewinnen. Und es geschieht schon. Er wird auch seine Hand nach den Ländern ausstrecken und das Land Ägypten wird nicht entfliehen. Er wird den Sieg über dieses säkuläre Denken erringen. Sondern er wird sich der Gold- und Silberschätze und aller Kostbarkeiten Ägyptens bemächtigen. Er wird die Wirtschaft kontrollieren. Und auch das, was einmal völlig von der Kirche abgetrennt war, wird wieder Teil seines Schatzhauses. Auch werden Lubier und Kuschiten zu seinem Gefolge gehören. Anders gesagt, werden alle Völker in Übereinstimmung mit seinem Denken sein. Die Geisteshaltung des Südkönigs wird also durch ein letztes massives Vorstoßen des Nordkönigs überwältigt, der Angsttaktiken verwendet. Das sehen wir gegenwärtig, die inmitten von Kriegschaos und wirtschaftlichem Chaos eingeflößt werden. Die militärischen Allianzen, die vom Nordkönig geschmiedet wurden, dienen dazu, die Welt dazu zu zwingen, eine kollektive Moralität anzunehmen, die vom Nordkönig selbst diktiert wird. Hier stehen sogar die Auserwählten in Gefahr, denn es ist sehr verführerisch. Das ist es. Du schluckst es, wenn du nicht zurücktrittst und ein Beobachter bist. Die einzige Art, wie man sich hier einbringen sollte, ist Evangelisation. Lukas 21, Vers 26 sagt, da die Menschen in Ohnmacht sinken, werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll, denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Wenn sogar die Kräfte des Himmels erschüttert werden, muss das eine religiöse Nebenbedeutung haben. Stimmt's? Was über die Erde kommen wird, wird ganz schön fürchterlich sein. Aber wir können es nicht aufhalten. Und wenn wir auf dieser Ebene einbezogen werden, wie es die Welt tut, dann werden wir das Bild verkennen. Vor ein paar Jahren hielt ich einen Vortrag und bezog mich darin auf zwei Bücher. Ich möchte sie nur einmal kurz erwähnen. Zwei kürzlich erschienene Bücher versuchen, die Beziehung zwischen dem Vatikan und den Vereinigten Staaten zu erklären. Jedes hat eine andere Agenda und so kommen sie zu gegensätzlichen Schlussfolgerungen. Beide haben jedoch den gemeinsamen Fokus auf der Debatte zur Legitimität des amerikanischen Irakkrieges. Die beiden Bücher sind Parallel Empires, The Vatican and the United States und Against the Grain, Christianity and Democracy, War and Peace. Diese beiden Bücher setzen sich im Grunde mit dem Konflikt zwischen diesen beiden Geisteshaltungen auseinander. Sie kommen zu unterschiedlichen Schlüssen, aber das ist jetzt nicht wichtig. Against the Grain ist ein Buch von George Weigel, der ein sehr prominenter römisch-katholischer Denker ist, in dem er gegen den Strich der herkömmlichen Meinung geht,
bietet George Weigel, der Autor aus der Bestellerliste der New York Times, einen überzeugenden Blick darauf, wie die katholische Soziallehre Licht auf die Herausforderungen des Friedens, auf das Problem des Pluralismus, auf die Suche nach den Menschenrechten und die Verteidigung der Freiheit wirft. Er macht sich dafür stark, dass doch die Welt diese Moralität mit offenen Armen annehmen sollte. Das andere Buch, Parallel Empires, darin wird die faszinierende und hochgradig relevante Geschichte der turbulenten Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Heiligen Stuhl vom italienischen Journalisten und Vatikan-Insider Massimo Franco noch einmal erzählt und analysiert. Hier kommt das Fazit. Parallel Empires lässt keine Zweifel im Hinblick auf den Einfluss, den der Kampf zwischen diesen beiden Großmächten, einmal eine Macht säkulärer Stärke, die andere des moralischen Einflusses, sowohl auf unsere Geschichte wie auch auf die Welt von heute hat. Wieder dieses Thema des moralischen Einflusses von Rom in der Debatte zentral. Putin erwähnte dieses moralische Dilemma. Dazu gibt es die Möglichkeit eines Krieges, wenn die Welt nicht einen Kompromiss annimmt. Und dieser Kompromiss findet sich in der Moralität des Papsttums. Ja. Hier haben wir ein Zitat aus Im Dienst für Christus, Seite 69. Geistliche Finsternis, in den Kirchen der Welt herrscht geistliche Finsternis. Martin, haben Sie eine Lüge geschluckt? Leider ja, denn diese Propagandamaschinerie verbreitet das alles. Und so haben sie es geschluckt und entscheiden sich für eine Seite. Sie sind nicht nur einem falschen prophetischen Szenario gefolgt, das ein jesuitisches Szenario ist. Diese ganze Sache mit geheimer Entrückung, Dispensationalismus und Wichtigkeit einer buchstäblichen Nation, wenn doch diese Geisteshaltung ein universaler Krieg in jeder Nation und im Kopf jedes einzelnen Menschen ist. Ja. Okay, es herrscht also geistliche Finsternis. Unkenntnis der göttlichen Dinge hat den Blick für Gott und die Wahrheit verdunkelt. Die Kräfte des Bösen nehmen an Macht zu. Satan gaukelt seinen Mitarbeitern vor, er werde ein Werk vollbringen, das die ganze Welt bezaubern wird. Während die Gemeinde da und dort untätig ist, wirken Satan und seine Scharen mit höchster Tatkraft. Die etablierten christlichen Kirchen bekehren die Welt nicht, denn sie sind selbst durch Selbstsucht und Stolz verdorben und müssen erst die umwandelnde Macht Gottes in ihren Reihen erfahren, ehe sie andere zu einer reineren und höheren Lebensweise führen können. Sie werden keinen höheren als den päpstlichen Standard erreichen. Nein, denn der wird wie ein biblischer aussehen. Sie werden also das Ziel verfehlen. Ja. Sie werden das verwerfen, was die Reformatoren herausgefunden hatten, und mit offenen Armen eine falsche Wissenschaft annehmen. Wenn wir uns ansehen, was Hagee zu sagen hat, wird das nur allzu deutlich. Lass uns kurz ansehen, was er zu sagen hatte. Das kann gut der Tag sein, auf den Historiker zurückblicken werden und erklären, dass das tatsächlich die Geburtsstunde des Dritten Weltkriegs war. Die Geschichte wiederholt sich. Putin macht genau das, was Hitler tat, um den Zweiten Weltkrieg anzufangen. Hitler erklärte den Führern in Europa die Notwendigkeit für eine Invasion Polens. Europa versäumte es, darauf zu antworten. In Großbritannien, unter der Führung seines schwachen Premierministers Neville Chamberlain, beugte sich Hitlers Forderungen. Die Drohung Irans ist real und Iran muss aufgehalten werden, bevor diese Waffen zum Einsatz kommen. Das russische Militär ist seit 2015 im Nahen Osten. Russland unterstützt den Iran. Iran bildet die Terrortruppen der Hamas und Hisbollah aus, stattet sie aus und finanziert sie, die um grünes Licht betteln, um Israel mit Atomwaffen anzugreifen. Das Volk von Amerika, unsere Nation, befindet sich in einer schweren Krise. Jetzt ist es an der Zeit, unsere Stärke zu zeigen. Unsere Führer müssen ihren rechtmäßigen Platz am oberen Ende des internationalen Tisches einnehmen. Sie müssen anfangen, den Drohungen unserer Feinde zu glauben und aufhören, die Misere unserer Verbündeten zu ignorieren. Eine große Nation zu sein, beinhaltet große Verantwortung. Momentan drücken wir uns vor dieser Verantwortung und geben unsere Größe auf. Wenn wir unsere Freiheit nicht dazu nutzen, um unsere Freiheit zu verteidigen, werden wir unsere Freiheit verlieren.
Martin, das war eine ziemlich mitreißende kurze Rede. Und ich denke, dass viele Menschen in der Welt seinen Standpunkt annehmen werden. Aber das würde die weltlichen Mächte zum Nordkönig machen und die anderen Mächte zum Südkönig. Doch ich hoffe, dass wir zeigen, dass das nicht der Fall sein kann. Anders gesagt, proteriert er die jesuitische Agenda der Endzeitereignisse anstatt der biblischen Agenda, bei der das Papsttum das Tier von Offenbarung Kapitel 13 ist. Rather than the biblical agenda, where the papacy is the beast of Revelation chapter 13. Und der Krieg ist ein weltweiter Krieg, der sich nicht auf ein Land irgendwo im Nahen Osten fokussiert. Das ist in Wirklichkeit ein falsches prophetisches Bild, das berichtet werden sollte. Ja. Martin, wenn dieser Nordkönig am Ende das bekommt, was er möchte, er bekommt seine Macht zurück, die tödliche Wunde ist vollständig geheilt, er ist wieder das moralische Herzstück der Könige der Welt, dann lesen wir in Daniel Kapitel 11, Vers 44, es werden ihn aber Gerüchte erschrecken aus Osten und Norden, und er wird mit großem Grimm ausziehen, um viele zu vertilgen und zu verderben. Wir besprachen das schon früher. Die Gerüchte aus dem Osten sind die Warnungen vor der Wiederkunft Christi. Und die Gerüchte aus dem Norden? Er ist doch der König des Nordens, stimmt's? Warum beunruhigt ihn dann der Norden? Ja, es muss noch einen weiteren Norden geben. Es muss noch einen anderen Norden geben. Und dieser weitere Norden ist der Thron Gottes. Das ist der direkte Eingriff Gottes in die Angelegenheit der Menschen. Christus wird aus dem Osten wiederkommen. Das ist die Adventbotschaft. Die Adventbotschaft, die davor warnt, dass die Zeit seines Gerichts gekommen ist, dass Christus wiederkommen wird, und dass man nicht das Mahlzeichen des Tieres annehmen sollte, denn sonst wird man die Plagen empfangen. Das wird vor allem nach dem Ende der Gnadenzeit verbreitet sein. Hat das Papsttum schon seine Besorgnis über Evangelisten ausgedrückt, die die Medien nutzen, um Botschaften wie diese zu verkünden? Ja, das hat es. Nicht wahr? Definitiv. Okay. Daniel 11, Vers 45. Und er wird die Zelte seines Palastes zwischen den Meeren auf dem herrlichen heiligen Berg aufschlagen, doch es wird ein Ende mit ihm nehmen und niemand wird ihm helfen. Das ist ein ziemlich trauriger Vers, oder? Was du schon vorher sagtest, wenn man während der Pandemie gegen die Norm war, wurde man abgestempelt und ausgegrenzt. Heutzutage werden Gesetze verfasst, wenn man sich gegen das Narrativ stellt, dann bist du einem Terroristen gleichgestellt. Das ist ein sehr trauriger Stand der Dinge. Wenn wir uns Daniel 11, Vers 45 in anderen Übersetzungen wie der NIV ansehen, heißt es, wie in der alten Luther, und er wird das Gezelt seines Palastes aufschlagen zwischen zwei Meeren um den werten heiligen Berg, bis es mit ihm ein Ende werde und niemand wird ihm helfen. Die New King James sagt es ähnlich wie die Schlachter oder andere, und er wird seine prächtigen Zelte aufschlagen zwischen dem Meer und dem herrlichen heiligen Berg. Während doch die King James sagt, auf, beziehungsweise im herrlichen heiligen Berg. Er wird in den letzten Tagen seinen Einfluss sogar in der Gemeinde Gottes ausüben. Das ist etwas, wovor wir gewarnt sein sollten. Martin, wir leben in sehr gefährlichen Zeiten. Ich weiß nicht, wie andere das empfinden, aber ich habe das Gefühl, dass die letzten Ereignisse sehr schnell zum Tragen kommen. Und dieser Konflikt zieht sich weiterhin. Wie wir sahen, werden bestimmte Bilder von Helden gezeichnet. Warum? Weil diese Botschaft sich durchsetzen muss, dass wir diese moralische Vermittlung brauchen. Und ich glaube, dass die Könige an der Schwelle stehen oder auch unter Druck gesetzt werden, ihre Macht dem Tier zu geben. Das wird wahrscheinlich im Geheimen schon gemacht. Nur um die Denkweise da draußen zu überzeugen, dass das unbedingt notwendig ist für einen universalen Frieden. Wenn sie es dann erreichen, werden sie was rufen? Friede und Sicherheit. Ja, Friede und Sicherheit. Doch was wird geschehen? Plötzliches Verderben. Möge Gott uns helfen, so viele Menschen wie nur möglich mit dem wahren Evangelium zu erreichen.
mit dem ewigen Evangelium, dass wir unsere Macht nicht dem Tier übergeben und unsere Anstrengungen gegen den Heiligen Bund richten können. Möge Gott uns helfen, die Sache richtig zu stellen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, die Welt steht vor der größten Verführung in der Menschheitsgeschichte. Und das Ergebnis wird vernichtend sein. Außer wir nehmen die Wahrheit an und auch die Tatsache, dass wir uns von Babylon lösen müssen. Sonst werden wir von den kommenden Wirbelstürmen hinweggefegt. Hilf uns, die Welt zu warnen, und mögest du durch deinen Heiligen Geist all jene erreichen, die sich an dich klammern, die sich an die Erlösung durch Jesus Christus und Jesus Christus allein klammern und an die Heilige Schrift glauben. Das bete ich in Jesu Namen. Amen. 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 Amen.